Seit 20 Jahren wartet Penelope auf die Rückkehr ihres Mannes Odysseus, der einst in den Krieg um Troja gezogen ist. Den Freiern, die sie bedrängen, will sie nicht nachgeben, aber Hoffnung hat sie fast keine mehr. Doch Odysseus ist auf dem Heimweg, beschützt von der Göttin Minerva. Aber wer ist dieser fremde Mann, der so lange von zu Hause fort war, dass niemand mehr ihn erkennt? Claudio Monteverdis Die Rückkehr des Odysseus ist eine der ältesten Opern überhaupt und bringt den Mythos des Odysseus, wie ihn Homer in seiner Odyssee erzählt hat, erstmals auf die Opernbühne. Monteverdi erzählt vom Verstreichen der Zeit, vom Warten, sich fremd werden, sich wiedererkennen und von der Liebe.